Katholische Frauen beginnen einen Festakt natürlich gerne mit einem Gottesdienst. Der Ort war gut gewählt, denn Maria, die Knotenlöserin, passt gut zum Selbstverständnis des Sozialdienstes katholischer Frauen, SKF. Die Messe in St. Peter am Perlach bildete den Auftakt zur feierlichen Verabschiedung der langjährigen Vorsitzenden Gudrun Schubert. Danach ging es im Zeughaus mit viel Schwung weiter. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen an diesem Abend ganz klar zwei Damen. Gudrun Schubert, die so viele Jahre den SKF mit ihrer Persönlichkeit geprägt hat, und ihre Nachfolgerin Doris Hallermeier, auch sie schon lange für den Sozialdienst tätig. Die eine blickt zurück, die andere nach vorn. Das merke ich jetzt schon auch in den ganzen letzten Tagen und heute ganz speziell, dass ich große Wehmut in mir habe. Und weil ich glaube deswegen, weil ich die Mitarbeiter alle nicht mehr so nah um mich herum habe und das aktuelle Geschehen nicht mehr nah mitbekomme. Also das ist tief in mir drin. Ich war sehr verbunden mit den Mitarbeitern und habe die Arbeit sehr, sehr gerne gemacht. Hat mir große Freude bereitet all die Jahre. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Man glaubt es gar nicht, welche Anforderungen gestellt werden, um einfach auch das soziale Leben in der Stadt aufrechtzuerhalten und auch dem sozialen Leben ein bisschen Würde und Gesicht zu geben. Dieser Abend war von großer Dankbarkeit und Freude geprägt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sichtbar und hörbar keine Mühen gescheut und ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Kaum eine Rede konnte deutlicher machen, wie sehr Gudrun Schubert von allen für ihre Persönlichkeit und ihre Arbeit wertgeschätzt worden ist. Einer scheidenden Vorsitzenden wünscht man natürlich, dass sie mit dem Herz voller Dankbarkeit und Freude aus der wirklich strapazierenden Aufgabe rausgeht und dass viel von dem bleibt, was lebensfördernd war. Nicht alles in den Strukturen und so wird bleiben können. Dass sie aber auch spürt, dass das einen Sinn hatte, in einem Frauenverband der Kirche mit dieser Kirche für die Menschen was zu tun. Ja, der scheidenden Vorsitzenden wünsche ich eine schöne Zeit, mal ohne Terminkalender, einfach mal in der Früh wach werden und zu überlegen, wozu habe ich heute Spaß oder was mag ich heute mal nicht machen. Und einfach jede Stunde genießen. Dass sie weiter so ein Lächeln im Gesicht hat, wie sie es in den ganzen 12 Amtsjahren hatte. Gudrun Schubert geht. Doris Hallermeier ist schon lange da und beginnt jetzt ihre Arbeit als Vorsitzende. Auch wenn es hier eine personelle Zäsur beim SKF gibt. Die Arbeit geht weiter mit neuen Projekten und neuen alten Problemen. Das wichtigste Projekt ist eine Frauenpension für die Stadt Augsburg. Also eine Obdachlosenunterkunft nur für Frauen, wo sie nicht nur untergebracht werden, sondern wo wir auch die pädagogische Women Power haben, um mit diesen Frauen an ihren Baustellen zu arbeiten, damit wir sie dann auch wieder gut in Wohnungen vermitteln können. Der SKF erfährt viel Lob und Unterstützung. Auch das wurde an diesem Tag deutlich. Das Bistum Augsburg steht natürlich direkt an der Seite der Frauen. Das gilt einerseits hinsichtlich der notwendigen finanziellen Unterstützung, aber auch, und das ist ganz wichtig, inhaltlich und mit ganzer Seele. Denn der Sozialdienst katholischer Frauen arbeitet dort, wo Kirche wirklich gebraucht wird und wo sie in ihrem innersten Wesen zuständig ist. Wir müssen ja ehrlicherweise sagen, wir leben ja die meisten von uns auch in einem Milieu, wo wir mit Menschen, die in dieser Notlage sind, sonst gar nicht so ohne weiteres in Berührung kommen. Das muss man, glaube ich, also ich sage das für mich einmal sehr ehrlich, das ist einfach so. Und da merke ich schon, dass so diese auch Erfahrung mit dem SKF wichtig ist für die Kirche dann insgesamt zu sagen, da ist auch unser Platz und da müssen wir auch finanzielle Mittel einsetzen, da muss man Personal einsetzen. Nicht einfach, damit wir als Kirche irgendwie gut dastehen, sagen, oh toll, was die da machen, sondern weil, ich bin überzeugt, das gehört zur Wesensaufgabe von Kirche überhaupt, weil sonst verlieren wir letztlich unsere Identität, wenn wir das nicht tun. Und darin liegt die Bedeutung vom SKF. Durchaus also auch ernste Töne, die zur ernsten Thematik des SKF passen. An diesem Abend durfte aber auch gefeiert werden, denn es war ein Abend voller Dankbarkeit und Freude. Mit guter Stimmung und mit schönen Stimmen.